Kerry Washington, sie sendet für Jamie Foch. Nachdem bekannt wurde, dass Jamie Foch, 55, mit einer medizinischen Komplikation zu kämpfen hatte und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, zollt seine Kollegin Kerry Washington, 46, dem Schauspieler nun Tribut. Am Donnerstag teilte die Schauspielerin auf Instagram ein Throwback-Foto, auf dem sie sich an die Schulter ihres Kollegen schmiegt. Und schrieb, ein Post der Anerkennung für Jamie Foch. Ich sende all meine Liebe und Gebete an meinen Filmehemann. Hinzu fügte sie mehrere Herz- und Gebetshände-Emojis. Washington und Foch standen unter anderem 2004 für die Filmbiografie vor der Kamera, in der Foch den legendären Sänger Ray Charles, 1930 bis 2004, verkörpert und Washington dessen zweite Ehefrau Della Patrice Howard Robinson, 93. 2012 schlüpften sie erneut in die Rolle von Ehemann und Ehefrau, in Quentin Tarantinos Westernfilm Django und Heinrich spielte Foch den Sklaven Django und Washington dessen ebenfalls versklavte Ehefrau Brumhilda. Jamie Foch Tochter Corinne, 29, hatte am Mittwoch, 12. April, in einem Statement auf Instagram öffentlich gemacht, dass ihr Vater eine medizinische Komplikation erlitten habe. Den genauen Hintergrund erläuterte die 29-Jährige nicht. Ihr Vater sei aber auf dem Weg der Besserung.